Fahrt ins Brücke gedreht und das war für mich eine Tortur und ich war die ganze Zeit am Ankleben und ich war die ganze Zeit am Durchdrehen. Es ist natürlich ein großer Spaß hier für Schauspieler bei 38 Grad und 98% Luftfeuchtigkeit einen geglitten Bart zu bekommen. Denn es ist schon eine große Juckerei. Ganz ehrlich, Maske, ja, Maske ist Maske. Man schwitzt eben im Dschungel. Die arbeiten so, so spezifisch, dass dir überhaupt nicht auffällt, was sie jetzt gemacht haben, wirklich. Und dann kommst du ins Set und dann stehen da Krieger mit Knochen durch die Nase und alles sieht so echt aus. Wir haben halt von einem Großteil der Männer aus Papua Nasenabdrücke genommen hier vor Ort und haben dann angefangen, neue Nasen zu modellieren. Wir hatten hier einen kleinen Unterbau gemacht, über den wir dann die künstlichen Silikonnasen geklebt haben, um diese dann anschließend mit den schönen Knochen zu verzieren. Fotos von Sabine Kühler. Es gibt ein Buch, in dem diese ganzen Papua-Völker abfotografiert sind. Da gibt es ja die irrsten Sachen. Ich wollte aber nichts zu folkloristisch, zu Extremes nehmen. Also haben wir uns versucht, immer zurückzuhalten. Das Zurücknehmen ist eigentlich das Schwierigste. Dann zur Familie Kügler. Da haben wir halt die übliche Recherche gemacht, wie sehen die frühen 80er Jahre aus? Wie könnte so jemand wie Frau Kügler, eine Krankenschwester, ausgesehen haben? Esther hat sich da wirklich mit der Liebe zum Detail auch mit unserem Dschungelstyle auseinandergesetzt. Ja. Na, Prinzessin? Oh, Papa, du stinkst. Was? Wir haben uns für Primärfarben entschieden. Natürlich auch, weil die Umgebung halt einfach nur grün ist. Da funktionieren diese Farben eigentlich am besten. Die größte Herausforderung ist, so hinzukriegen, dass die Leute das Gefühl hatten, wir waren zu Gast bei diesem Volk und haben natürlich unsere Schauspieler mitgebracht, klar. Und dann bin ich zufrieden, also wenn das klappt.